Jetzt. Ah. Ja, hey, yo zusammen und willkommen wieder zu Let's Play Total War Warhammer 2. Ich hoffe, hier passt wieder alles mit den Einstellungen soweit. Müsste gehen. Irgendwie habe ich mich letztes Mal... Ich habe das Gefühl, dass ich mich sehr hallend anhöre. Das ist auch wieder sehr seltsam. Alles wieder sehr, sehr seltsam. Aber ich kann bei den... Bei den Einstellungen... glaube ich, absolut gar nichts ändern. Nicht wirklich. So, ich habe hier... bla bla bla, Mikrofon, ja, ich kann es deaktivieren, das war's. Wow, toll, cool. Gut, geht nicht anders. Aber okay. So ist es halt. Ich hoffe, es ist nicht zu schlimm. Ich habe auch mal Headset probiert, das scheint jetzt besser zu sein. Aber auch nicht gut. Also halt auch irgendwie, es ist seltsam. So, wir müssen ja noch ein paar Dinge fertig machen, ne? Sprich, wir müssen einmal hier kämpfen, was alles andere als einfach wird. Nahrung schaut eher so meh aus. Zwei Leute, wir haben einen Zauberer, das ist schon mal ganz gut. Ein bisschen Winds of Magic. Und... okay. Ich weiß nicht, wie gut ich das schaffe. Das muss man mal gucken. Ich würde tatsächlich trotzdem ein bisschen mehr Gefahren aus der Tiefe mitnehmen. Das muss ich halt gewinnen, ne? Die Ushabtis sind böse, Todesgeier, ja, die gehen. Die Reiter sind fies. Der Rest ist eigentlich geschenkt. Ja. Ja. Und eine Hellebarden-Infanterie, ja, mal schauen. Was ich machen werde, ist die nach außen, die starken Einheiten. Genau wie die Speere, so ein bisschen. Ich habe noch die Warp-Bohrer. Eigentlich müsste ich das schon hinkriegen. Das müsste schon gehen. Und dann so schnell wie möglich die Intrige der 13 wieder aktivieren. Das ist ganz wichtig. Und dann muss ich gucken, wie ich die Orks aus Karagorut wegbekomme. Mal sehen. Wird auch nicht einfach. Obwohl, es sollte gut gehen. Es sollte gut machbar sein. Okay, ich habe natürlich wieder Katapulte. Ja. Stellen wir jetzt schön hier auf. So. Warp-Bohrer. Machen wir mal so. Genau. Stellen wir uns einfach mal so auf. Stellen wir uns so auf. Der kann ein bisschen näher. Die schießen schon. Was sehr gut ist. Vielleicht schießt er mal da drauf. Genau. Ich glaube, ich will die lieber bei mir jetzt haben, statt sie irgendwie abzulenken. Genau. So, die Katapult ist natürlich jetzt ein bisschen schwach. Weil wir nicht so viele davon haben. Aber es geht noch. So. Okay. Gut. Gehen wir jetzt mal so richtig nach vorne. Der kann auch ein bisschen nach vorne gehen. Erstmal kann er sich heilen. Dann würde ich gucken, ob ich die hier so ein bisschen crushen kann. Ihr schießt mal dahin bitte. Genau. Okay. Der wird umzingelt. Die werden angegangen. So, wo ist meine Warp-Bohrer? Der kommt jetzt noch ran. Okay. Schön auf die abhauen wollen.
So. Schaden machen. Das ist gefährlich. Das ist sehr gefährlich. Das möchte ich eigentlich nicht. Den müssen wir deffen. Die Katapulte sind auch am Arsch. Ja, ganz toll. Weil die Todesgeier reingekommen sind. Naja. Aber ist halt schwierig, ne? So, jetzt bleiben sie stehen, jetzt nehmen sie Schaden, das ist sehr gut. So, Schaden machen. Gut. Weiß nicht, was ich hier machen soll. Schaut gerade nicht so super aus. Vielleicht hier irgendwie. Ich hoffe, dass das eine Katapult nicht komplett zerstört wurde, sondern nur geflohen ist. Aber das müssen wir mal sehen, wenn die Schlacht vorbei ist. Nee, ich habe halt nicht an die Geier gedacht. Das zu klicken war dämlich, das bringt da gar nichts. Ja. Genau, die Schatten sind so gemein. Sturmratten, das ist gut. Ja, aber die schaffen das schon. Die haben wahrscheinlich gute Chancen. Die können es dann mal abhauen, das passt schon. So. Okay. Gut. So. Jetzt nochmal geschafft. Aha, das ist bitter. Weil die Yoshab, die sind einfach stark, das ist ein Problem. Die Yoshab, die sind einfach mächtig. Schauen wir mal, ob wir da was treffen können. Aber wahrscheinlich eher nicht so wirklich. Aber als wenn einer hinterher rennt. So. Der ist im Nahkampf, jetzt lohnt sich die Fähigkeit wenigstens. So. Noch ein Katapult, das flieht, okay. Ja, ist doof. Solange sie überleben, ist es mir egal. Ich werde die eh bald irgendwie zurückziehen. Dann sollte es passen. Sind die schon am Zerfallen? Nee, ne? Aber der Sieg ist nah, das gefällt schon mal. Ja, der zerfällt, sehr schön. Sind da noch Feinde? Nö, nicht mehr da. Okay, jetzt ist alles am Zerfallen, das heißt, ich gewinne. Sehr schön. Knapp, aber gewonnen. Darauf kommt es an. Ausplündern. Vielleicht plündern und dann übernehmen. Einfach damit die sich ein bisschen hochheilen können, weil die sind jetzt echt low. Und ich weiß nicht, ob ich die... Obwohl, Tiefenreich. Ich könnte über das Tiefenreich abhauen. Muss ich mir mal überlegen. Weil, es schaut schon böse aus. Ist jetzt nicht so geil. Mal gucken. Mal schauen. Alles nicht so einfach. Ne? Ja, die haben sehr viel Schaden gemacht. Die auch. Alle Katapulte. Ja, da ist viel gestorben. Okay. Ich würde erstmal ausrauben. So, und jetzt müsste mein Geld wieder ganz normal ausschauen. Ja, seht ihr, das war das. Das war das.
Okay. Gut. Ich könnte noch plündern, genau. Aber ich muss nach Hause und dem wieder Katapulte und eine Clanratte geben. Ja, 3 Katapulte und eine Clanratte oder so. Genau. Teuer, aber hilft nichts. Der kriegt die Höllenglocke. Ja, was bringt das dann? Nix. Vielleicht kriegt er irgendeine Fähigkeit. Er scheint Fähigkeiten zu bekommen. Probieren wir es aus. Ich kenn's nicht. Probieren wir es aus. So. Und jetzt muss ich hier rüber. Genau. Na, Moment. Ich muss nur hingehen. So. Und dann angreifen. Gut. Alles klar. Sehr schön. Greif mal an. Jetzt haben wir hier eine ganze Menge Bumskram. Schaut nicht schlecht aus. Geschoss Kavallerie. Ja. Viele Reiter hat er. Und also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Reiterviecher. Das sind auch irgendwelche Reitermonster. Die sind egal. Grimgorg, der ist gefährlich. Ich weiß nicht, ob er Magie hat. Aber er hat schon viele Regiments of Renown. Muss man mal gucken. Auch mit der Verstärkung müsste es gehen. Vor allem, wenn er hier reinkommt. Mal schauen. Okay. So, Katapulte. Ja, warte, eigentlich sollten die nach außen, ne? Genau. So vielleicht. Ich glaube, das ist ganz gut. Pest oder Atem. Okay. Weil er jetzt auf diesem. Dieser blöden. Ne? Okay. Ist irgendein komisches Dingeling. Macht nichts. Passt schon. Jetzt haben sie es wieder umgeswitcht, ne? Ja, eklig. Okay, schauen wir mal. Hier kommen Verstärkungen raus, das ist gut. Hier kommen Verstärkungen her, das ist auch nicht schlecht. Ist nur alles sehr wild. Okay. Oh Gott, das wird so eine kaputte Schlacht, Mann. Die werde ich halt gar nicht checken. Aber okay. Können die Katapulte schießen? Der rennt hier irgendwie aggressiv drauf. Müsste ich aber halten können. Da rennt er aggressiv drauf. Dann würde ich jetzt hier mal in den Mangel nehmen wollen. Dass der jetzt schon angegriffen wird, ist auch doof. Aber. So, da oben, das sieht gut aus. Okay. Gut, hier hat es irgendwo ein Häuptling. Den hat's hier.
Giftboni. Tropfen-Dingens, ist egal. Das ist ja schon sehr stressig, weil ich halt keinen Plan habe, was hier abgeht. Ja, der kann da reingehen, das passt. Irgendwo wird Retreat, Retreat geschrien. So, egal. So, wo ist der jetzt? Okay. Weiß nicht, ob das gut ausschaut oder nicht. Ich habe hier null Überblick. Das ist so strange. Der könnte mal abhauen, bevor er stirbt. So. Das ist halt das Problem, wenn du mit großen Armeen spielst, du hast so keinen Überblick über gar nichts mehr. Schon flanken bitte. Wort, was war das? Wo sind meine Wortbohrer? Genau. Die habe ich noch gar nicht benutzt. Der ist low, der muss aufpassen. Ein bisschen Rüstung töten. Also ich glaube, ich gewinne schon, aber es schaut halt echt irgendwie strange aus. Das ist ein sehr seltsamer Schlag. Gut, habe ich den nicht geschafft. So ist der jetzt fast tot. Oh, bitte nicht sterben. Please don't. Ist jetzt weg. Es ist einfach weg. Oh Leute. Ah, ne, ja, gut, der kann nicht sterben. Das ist Grimgor. Der ist halt super stark. Grimgor ist unfähigbar. Das ist meine Chassels. Ich könnte versuchen, hier noch einen Schaden zu machen. Ich glaube, Grimgor ist auch so einer, der stirbt einfach nicht. Ne? Mal wieder verrückte Stampfer. Genau das gleiche. Aber läuft jetzt nicht so geil, ne? Ich glaube, das geht schon, aber... Ne? So, Sturmratten. Solchen Menschen. Okay. Oh wow. Der Grimgor macht da schon krassen Damage, ne? Was sind meine solchen Kugelmönche? Die sind gar nicht mitgekommen, ne? Schade. So. Die das schaffen hier. Geht so, ne? Geht so. Oh,
Skorpions noch weg. So. Boongas! Play Claw Catapult! Also irgendwie müsste das doch noch besser sein. Aber sieht gerade eher so aus, als würde ich das noch verlieren können. Okay, der hat jetzt aufgegeben. Ja. So, kann ich den jetzt töten, den Grimgore? Wahrscheinlich nicht. Ne? Der ist schon sehr stark. Der wird entkommen. Ja, ja. Klar wird er entkommen. Na gut. Der wird dann kommen, wir können nichts machen, die sind da einfach zu mächtig. Der könnte wieder gestorben sein. Ich habe viel verloren. Aber wenn ich jetzt ein, zwei Runden ausharren kann, dann geht das vielleicht noch. Ich spiele zwar gerade echt nicht gut, ne? Aber er hat auch einiges verloren, ist okay. Und es sollte wieder Geld geben, Geld ist gerade ganz wichtig. Viel Kohle, das Zeug ausbilden, sollte passen. Ja, der ist wieder gestorben, Clanratte ist kaputt. Der Rest sieht okay aus. So, ich nehme jetzt trotzdem mal das Geld. Geld, Geld, Geld. So. Quick. Ich würde den gern ganz zerstören. Einfach damit er wirklich weg ist. So. Warp-Bohrer, Katapult. Ja, geht alles kaputt, ne? Versuchen wir es allein solo. Mal gucken, ob wir das irgendwie deffen können. Quiek sollte nicht sterben. Auf den muss ich sehr gut aufpassen, auf das eine Katapult auch. Ja, also Quieks Armee sollte sich eher sehr defensiv aufstellen. Ja. Die hier ist schon ein bisschen stärker dabei. Genau. Giftenkrieger, Katapulte. Genau. Die ballern jetzt einfach. Okay, ohne Katapult. So. So, wir werden ein bisschen am Konzentrieren versuchen. Einmal, dass ich hier mich komplett abkack. So, alles buffen, was wir buffen können. Sieht eigentlich ganz okay aus. Aber. Diese Leute, die keine Moral verlieren, die nerven. Die nerven extremst. Gut, Grimgore ist klar, ne? Der ist zu stark. Der verrückte Schädelstampfer auch.
Ja, der Häuptling sollte auch mal weg, genau. Dazu. Genau, ihr schmeißt euren Scheiß. Ihr hört mich bitte auf. Ist nämlich nicht so gut, wenn die da so angreifen. So. Okay, jetzt müssen wir nur noch hier die wegkriegen, ne? Wird einfach nicht wegsterben wollen. Unglaublich. Die wollen nicht aufgeben, ne? Die Katapulte bitte nicht mehr schießen. Weil das tut zu viel weh, ne? Das ist zu viel Splash. Wieso schießen die noch? Ich hab doch gesagt, nicht schießen. Wir würden auch nicht mehr schießen. Hört's doch auf! Ich mach hier so viel Splash auf mich selbst, das ist echt schlimm. Was schießt denn da noch? Oh mein Gott. Alter, please go. Oh mein Gott. Jetzt ja. Oh mein Gott. Teuer, sehr teuer. Aua. Ja, aber jetzt ist er zweimal besiegt worden. Jetzt müsste er komplett sterben. Hoffe ich. Mann, ist das teuer alles. War aber dumm. Also Grimgorg und dieser Dingsstampfer, die waren halt unroutbar, ne? Die waren von der Moralführerschaft einfach nicht tot zu kriegen. Das ist krass. Das ist echt krass. Gut. Ja, ich nehme nochmal das Geld. Was ist da passiert? Verwundet, ja. Okay, ja, das weiß ich noch. So, Skrolk, dem geht's gut. Der hat eine Einheit verloren. Eine Clanratte wahrscheinlich. Aber... Aber... Den wollte ich eh... Wow. Die Jessails geben. Ja. Scharfschützen sind das. Okay. Ich weiß nicht, wie die Jessails genau funktionieren. Aber ja. Und... Zwergending-Bedrohung. Oh. Könnte auch gut sein. Todeswart. Ob ich die irgendwann benutze, weiß ich nicht. Die Warp-Blitz-Kanonen gegen große Feinde. Könnten auch gut sein. Alles, was halt richtig böllert, ne? Aber wie viel will ich noch weghauen? Ich glaube, das passt jetzt. Dann gebe ich die Warblitz-Kanonen lieber ihm, oder? Ich weiß es nicht. Pestilente Aura.
Die haben halt schlechte Genauigkeit, das finde ich jetzt nicht so toll. Aber die Warblitzkanonen werden schon ganz nützlich, denke ich mal. So. Genau, der plündert noch. Okay. So. Clanratten, weil der hat halt Clanratten, das ist einfach so. So, was kriegst du noch? Will ich von dem noch. Warlock-Techniker. So, versengen. Macht Damage. Oder ich gehe hier oben weiter den Weg. Verdammtes Paket. Ja, die nehmen wir mal mit. Die klingt interessant. So. Okay. Rüstung. Viele Items finde ich hier nicht. Aber okay. Ja, das. So. Haben wir noch was? Hier. Okay. Gut. Dürfte passen. Jetzt. Das macht nochmal mehr Gold. Gold ist wichtig. Nämlich 150 oder. Ah, hier haben wir schon. Hier haben wir auch schon. Hier haben wir auch schon. Ich muss das alles mal upgraden. Die Tiefenreiche. Hier muss ich alle mal krass ausbauen. So, das gibt 250, das ist besser und das dauert nicht so lange. Okay. Ja. Schwierig, ne? Ja. Mal sehen, ob ich Krokgar in den Hinterhalt locken kann. Das wäre natürlich auch sehr schön. Und den Garrot, den muss ich da oben irgendwie weg nach Hause bringen. Der muss ausbilden. Dem fehlt eine Menge Stuff. Dem fehlt eine ganze Menge Stuff. Ja, ich habe gerade eine Menge zu tun. Also ich muss alle Tiefenreiche ausbauen, was sehr teuer ist. Das Geld habe ich einfach nicht. Gerade. Ich verdiene es auch nicht. Was ich mir jetzt überlegt habe, ist, ich müsste es irgendwie hinkriegen. Das wäre wichtig, dass ich auf ein Plus von 10.000 komme, bevor ich irgendwas anderes Neues mache. Das wäre sehr, sehr wichtig. Ich komme mit dem Tiefenreich wahrscheinlich gar nicht so weit. Gut, ich kann aber hier probieren. Wieder plündern. So. Das passt. Das ist nicht so toll. Okay, na gut, der kann dahin. Der könnte vielleicht. Hier vielleicht? Schauen wir mal. Ob ich da in die. Ich meine, ich stehe drin und ich kann in. Ich kann nicht in die. Ah, toll. Warum nicht? Ich habe noch 25, ich brauche 25. Ist schon wieder buggt. Na gut. Ja, wenn er Blitzschlag hat, bin ich halt am Arsch, ne? Naja, dann hau ich lieber ab. Nee. Ich habe ja hier einiges, das passt schon. So. Gut. Ich kann hier herzlich wenig machen. Da lohnt sich's nicht, da lohnt sich's nicht. Irgendwas sowas zu bauen. Das macht halt kein Geld. So noch mehr Tiefenreiche zu bauen ist gerade. Der hat nur Lypros und Resetra. Ja, nee, ich warte jetzt, ich muss erst Geld machen. Erst die Kohle machen.
23. Gar nichts. Krummzahnfest. Macht gar kein Geld irgendwie. Lol. Auch sehr seltsam. Ich glaube, dieses Mafia-Ding funktioniert gar nicht. Aus lokalen Siedlungen. Das ist seltsam. Müsste fett Kohle bringen, tut's aber nicht. Strange. Na gut, Eisenfelsen macht auch Geld. Das wären 32. Für 2005, bis das sich amortisiert, ist halt RIP, ne? Einfach RIP. Na gut. Ich warte, bis ich das alles ausbauen kann, weil diese ganzen Stufe 1 Dinger, ja, klar. So, ich ziehe mich zurück. Will jetzt hier nicht kämpfen. Mit ein bisschen Glück komme ich weit genug weg. Ha, jetzt steht er da. Okay, das ist gut für mich. Das ist sehr gut. Da steht er jetzt echt beschissen. Aber ich kann ihn in die Zange nehmen. Was auch nicht schlecht ist. Mal schauen. Muss ich einfach vernichten, ne? Krogar muss ich komplett weghauen. Es gibt dann auch wieder gut Geld. Denke ich mal. Ja. Scarsnake, der ist auch stark. So, Clan Rictus. Würde ich gern, aber das Geld habe ich gerade nicht. Ich komme da nicht rüber, ne? Traurig. Okay, dann muss ich halt mich durch Ja, Heilsgolk Ambush, genau. Muss ich das so machen. So. Quick moves. So. Okay, hat den Hinterhalt nicht entdeckt. Perfekt. Das ist sehr gut. Dann kann ich da echt guten Damage fahren. Das ist nice. So, die Chassails sind gut gegen, ich weiß nicht was. Rüstungsdurchdringend. Shieldbreaker. Der Carnosaurier macht mir Sorgen. Der Rest geht eigentlich. Und die hier. Der Rest ist nicht mehr so gefährlich. Vor allem, wenn die Verstärkungen von Skrull dazukommen, müsste das schon passen. Jetzt schauen wir mal. Okay, die kommen von da hinten. Und dann würde ich auch sagen, dass ich mich hier hinten aufstelle. Ja, genau. Okay. Das heißt, wie machen wir das? Hier wäre schon nicht schlecht, ne? Das ist zumindest in der Nähe. Chassails sind echt solche Dingsleute, ne? Die sehen da halt nichts. Müssten schon hier hin. Okay. Schwierig. So, die können die Reiter abfangen, wenn es wäre. Okay.
So, die Rakete. Wie weit fliegt die? Hat auch keiner. So, können die jetzt schießen? Ich glaube, die sehen da gar nichts. Ne? Die müssten eher hier so hin. Glaube ich. Oh, das ist eine echt schlechte Ambush-Map, bin ich ehrlich. Taugt mir gar nicht. Warp-Bombe? Aha, okay, krass. Ja gut, weißt du was, wenn wir die Warp-Bombe haben, pass auf. Jawohl. Hügel sind halt scheiße für Katapulte und so. Ich überlege gerade, ob ich noch irgendwo besser hin. Weil klar, wenn ich... Oder halt hier. Da stehe ich halt wirklich gut. Ich glaube, hier ist besser. Ich meine, ich wollte bei den anderen stehen für die maximale Superpower. Aber ganz im Ernst. Ich glaube, hier stehe ich weitaus besser. Ja. So viel Schaden macht er nicht. Gegen was sind die gut? Gegen was sind die gut? Gegen Infanterie. Okay, ich würde jetzt sagen, ich fange jetzt damit an. Und hier schmeißt mal eine Warp. Geht nicht? Aha. Opfert eine schwache. Ich verstehe die Warp-Bombe nicht. Achso. So, ihr marschiert alle mal da lang. Okay, bisher haben sie gar keinen Schaden gemacht und gar nichts. Wow. Bin ich impressed. Bin nicht impressed. Na gut. Fehlt noch ein Katapult? Ich glaube, es fehlt noch ein Katapult. Ja, da ist es. Okay. Gut. Okay. Ja, mal schauen. Also die Katapulte, ich weiß nicht. Sind die so krasse Geschossresistenz? Das geht eigentlich. Okay, hört's mal auf zu schießen, das bringt gerade alles gar nichts. Okay, so. Wir müssten sich hier aufstellen.
Also es sollte halt schon Schaden machen irgendwie, ne? Aber es ist den Saurus-Kriegern voll egal. Wundert mich schon sehr, dass ich hier mit meinen Waffen so wenig Damage fahre. Play klar, Katapult! What? Aber na gut. Die Skin-Kohorte ist jetzt auch nicht so gefährlich. Boah. Schwierig, ne? Wo wollen die denn hin eigentlich? Also, stellt euch mal da so. Ich meine, es macht schon irgendwie irgendwas an Schaden, aber. Ich kann immer noch keine Warp-Bombe machen. Gültige Ziele verbündet, ja. Da kommt irgendwas drauf. Aua. Okay, also irgendwie böller ich hier rein. Okay, es macht schon was. Aber es überzeugt mich jetzt nicht so. Weiß nicht. Und der Schaden, ja, der ist schon da. Ne? Wow, Musik ist nah. Na gut. Ich dachte halt einfach, ich knall da heftiger rein, aber. Naja, das scheint schon zu gehen. Nur. Das meiste ist tot. Also wenn man seine ganze Munition drauf schmeißen darf, dann ist das schon nicht schlecht. Okay, geht schon. Irgendwie ist es ein krasser Cheese, aber ja, so ist es schon. Kann man die töten? Mit den Warblitzkanonen, die müssten doch da. Oh, wieso sind die jetzt so verletzt? Aha. Auch interessant. Die sind einfach verletzt. Einfach so. Weiß nicht, was da passiert ist. Wahrscheinlich Krogars Fähigkeit. Das kann sein. Aber die werden noch gleich abhauen, oder? Die Echsen. Ja, ja, ist natürlich toll. Tschüss. Okay. Easy. What? Quick!
So, die sind jetzt verletzt. Jetzt können wir das mal mit der Warp-Bombe ausprobieren, oder? Schauen wir mal. Na gut, viel lebt da natürlich nicht mehr, ne? Da lebt eigentlich gar nichts mehr. Das ist auch krass. Fliehen. Warum? Wieso? Schaden erlitten. Unter Beschuss. Hä? Aha. Aha. Okay. So. Jetzt bin ich gespannt, ob ich die Warp-Bombe bald benutzen kann. So, Warp-Bombe, Warp-Bombe, Warp-Bombe. Ja, ist ein Verbündeter. Aha. Hat es irgendwas gemacht? Nicht wirklich. Okay. Aha. So, ich würde jetzt sagen, dass ich als nächstes mit meinen Einheiten ja. Huch. Oh, nee. Da mal angreif. Genau. Weil jetzt müsst ihr Ende sein. Ihr hört bitte auf zu schießen. So. Aber das reicht jetzt. Das ist jetzt genug. Das passt jetzt. So. So, der Kanosaurier, der kann jetzt hier aufs Maul kriegen. Genau. Der kriegt Ärger. Und abhauen. Ja, er haut ab. Okay, vielleicht kann ich Crocker töten. Hey, der ist zu schnell. Okay, passt, passt. Ist in Ordnung. Das Gefecht war gut. So viel habe ich nicht verloren. Ist eigentlich in Ordnung. Der Schaden, der war schon da. Also die Giselles haben mich jetzt nicht überzeugt. Die Katapulte waren wieder gut. Vielleicht benutze ich die auch komplett falsch. Ich glaube, die sind gut, wenn sie was flankieren. Deswegen sind sie auch Master Ambusher, aber frontal, boah, haben sie mich jetzt nicht überzeugt. Da waren die Rattling-Kanonen irgendwie besser. Die Rattling-Guns. Naja. Aber passt, passt. Wir haben kaum was verloren. So, jetzt müsste es fett Kohle geben. Erstmal richtig Nahrung. Oh ja. Oh ja, und Geld. Und Geld, und Geld, und Geld. Das ist eine Menge Geld. Crocker besiegt. Okay. So. Den töten. Ja, der ist jetzt weg. Oh, das Geld. Ich nehme das Geld. Geld, Geld, Geld. So. Moment, Moment, Moment. Ich kann ja plündern. Ich könnte hier plündern. Genau. So, ich mach ganz kurz Rollo weiter runter. Weil nämlich die Sonne so böse reinknallt. So, jetzt habe ich eine Menge Geld gemacht, mit dem ich, sodass ich, diese Dinge ausbauen kann. Und das mache ich auch, weil alles, was ich hier ausbaue, das ist ein bisschen risky, hilft mir künftig weiter mehr Geld zu bekommen. So. Too weak to betray. So. Todesraserei. Klingt eigentlich auch nach einem guten Zauber. Schöner Buff. So. Dann machen wir das hier.
trust him for now. Jo, Rattenflut klingt auch nach einem guten Spell. Haben oder nicht haben. Und will ich die Seuche. Damage, Wirkungsbereich, Vortex, ist nicht schlecht. Potent. Giftsiegen. Okay, ja. Erstmal Unsterblichkeit. Will ich Auskundschaften noch voll haben? Ich glaube, ich mache das noch hoch und dann mal gucken. Stinks so. Like a Grazier. Ja, Nahkampfabwehr ist immer gut. So. Mehr Reichweite, das wird sehr krass. Hallo? Should kill when get get chance. Ach so, wenn er irgendwo dran. Ja. Okay, der Warlock-Techniker muss drumherum stehen, dann gibt's mehr. Okay. Ist in Ordnung. So, der. Let plague spread. Plündert, genau, der da ist. Lieber Bubonicus. Genau. So, und gucken wir jetzt hier noch schnell rein. Die mögen mich. Ich kann ihnen Kriegsziel geben? Why? Lol. You come, we listen, you speak. Kann ich mir leider nicht leisten, wäre aber ziemlich cool, aber ich kann es mir nicht leisten. Brauche ich auch nicht. Das wäre was anderes, wenn ich die Unterstädte bekommen würde, aber kriege ich nicht. Und ja, handeln, was soll ich da handeln? Wäre okay, aber. Dann, mit denen kann man nicht handeln, das geht nicht. Oh, mit dem kann man auch nicht handeln, mit dem kann ich auch nicht handeln. Okay, Ende. Gut, also ich hab es irgendwie geschafft, jetzt mich wieder zusammenzureißen. Ja, wer will ich nicht? Du machst dauernd Krieg mit Leuten, das. Nö. Am Ende habe ich Krieg mit 1000 Leuten, die ich nicht will, die ich nicht kann, die ich nicht besiegen kann. Alter. Die Sonne knallt hier aber echt, Alter. Ja, irgendwann wird sie weg sein. Hunger, Husten, Bauchweh. Alles doof. You listen to weaknesses. I have the best words. Schutzbündnis. Nein. Was will ich da in Schutzbündnis? Oh, guck mal, hier drüben. Ah. Oh! So, vielleicht würde sich da das Dingenslohn, die Mafia. Müssen wir mal reinschauen. Oder sie macht halt gar. Das verstehe ich nicht. Aus lokalen Siedlungen. So. Na gut, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es einfach nicht. Ich verstehe dieses Gebäude nicht. Es ist bugged und strange und komisch. Quick. So, das ist wieder 2000 wert. Das heißt, da würde ich reingehen. So. Stopp. Moment. Wieso macht der nicht mit? Jetzt. Gut, angreifen. Oh, da ist Lord Kroak. What? Wieso hat er. Wow, lol. Okay, das tut weh. Ja, gut, entscheidender Sieg, nicht stirbt, ne? Oh, easy, okay. Das war jetzt schnell. Ausrauben. So. Der kann stehen bleiben, der kann plündern. Der kann wieder laufen. Der muss heim. Ready claws to raid. The god just differs. The gods disagree. Gefährlich. Na gut. Warlord Quick Hetaker.
Okay. Gut. Clanratten. Okay. Stehe oder stirb. Oh, interessant. Gut. Stinks like a glacier. Gut. So, könnte ich natürlich bauen. Ja, okay, das machen wir auch. Ja. Warblitz. Rattling-Geschosse. Aber aktuell habe ich da weder Ehre noch sonst was. So. Mhm. Ja, das passt hier soweit, ne? Okay. Ja, die Tiefentunnel werde ich irgendwann bauen müssen. Hier wäre es halt wichtig. Ich will eigentlich erst Geld machen, aber... Okay, ich werde jetzt trotzdem hier diese beiden Gebäude bauen. Und ich will wissen, wie sich dann mein Einkommen aus den tiefen Reichen ändert. Von 4121. Weil hier habe ich so viel, es liegt so viel Geld rum. Vier, eins, zwei, eins, genau. Pizza ist fertig gebaut, okay. Hier würde es 18 bringen, ist so strange. Untrusted worm, poison after. So. So, 4, 1, 2, 1. Ich bin gespannt. Kann ich so natürlich nicht sagen, weil ich überall viel baue, aber schauen wir mal. Es ist halt so seltsam. Es müsste halt richtig Kohle bringen, wenn ich 15% von seinen 1000 irgendwas bekomme. Von mir aus. Dann sind das halt locker 100 Gold oder so. Und das ist nicht schlecht. Schauen wir mal. 4121, was das Tiefenreich gleich macht. Es müsste ja dann hochgehen auf 4371 Minimum. Mal schauen. Tiefenreiche sind sackteuer. Also da, die aufzubauen ist, ist eine lange Angelegenheit. So, 4581. Okay. Aber das war ja nicht das Einzige, was ich gebaut habe wahrscheinlich. Ne? Egal. Gut. Ja, du gehst dahin. Du gehst dahin. Plündern. Plündern. So. Er kommt da noch nicht lang. Okay. Ja, schauen wir mal, ob der wegkommt. Ich könnte natürlich auch. Das ist halt die Frage. Ja, dann kann ich nicht mehr abhauen. Nee, ich versuch's so. Hat bisher funktioniert, das ist mein Plan. So, das können wir noch bauen. Das gibt jetzt auch ein bisschen was. Das können wir noch bauen. Ist auch nicht ganz schlecht. So. Genau, wir kriegen ja Geld. Es ist halt so wenig, ich muss halt wirklich gucken, dass ich an Kohle rankomme. Kohle, Kohle, Kohle. Noch mehr Kohle.
Vielleicht kann ich Rasetra angreifen. Du musst halt, ist halt krass, als Skaven musst du wirklich ends viel plündern, ne? Ends viel plündern und ausrauben. Ich will das nicht. Nachher plünderst du mich, nein. Obwohl es eigentlich egal ist, die dürften gar nicht wissen, wo ich bin. Soweit ich weiß, tauchen meine Städte nur als Ruinen auf. Na? Eigentlich. Wow. Ja, schade. Wieder eine Unterstadt weniger. Okay. Na gut, passiert. Kriege ich den jetzt hier in Sicherheit? Ja. Gut, ich kann hier stehen bleiben. Das ist okay. Verdorren ist eigentlich ganz gut, ne? Ja. Genau. So. Solche Quellen machen wir noch fertig. Ja. Wie viel ist das wert? Kann man angreifen. Rasetra. Vielleicht baue ich da auch eine Unterstadt. Passt. Muss ich jetzt nicht manuell machen, bin ich ehrlich. Ja, muss jetzt nicht sein. So, plündern kann er leider nicht mehr. Aber der könnte hier hin und plündern. Weil dann kriege ich nochmal ein bisschen Geld. Glaube ich. Ne? Genau, das ist besser. So, der geht dahin. Der macht danach die Unterstadt. Okay. So. Weiterschauen. Wo bauen wir noch? Hier müsste ich echt mal den Tunnel bauen. Ja, ich müsste überall die Tunnel bauen, wo es hier echt knapp wird. Ja. Okay, das passt. Schauen wir mal darunter. Ist halt riskant, ne? Es ist und bleibt riskant. Ich weiß nicht, ob ich hier mehr Geld bekommen würde. Ich kann's euch nicht sagen. Charaktere. Naja. Ja, ein bisschen Nahrung können wir noch machen. Es dauert halt echt lange. Hier werde ich dann wahrscheinlich wieder so eine. Genau, sobald die, das und das hier. Und da unten. Ja, mal gucken. Viele Tiefenreiche. Ich find's echt heftig. Das ist schon. So, was braucht der? Aha. Wow. Geschwindigkeit für Geschosseinheiten. Aura. Ja, dann nehme ich lieber die Geschwindigkeit. Weil die Aura brauche ich nicht. Das ist. Wenn man es richtig spielt, finde ich dieses Aura-Gedöns so useless. Weil. Wenn du es wirklich richtig spielst, brauchst du keine größere Aura. Glaube ich. Ja. So. Genau. Okay. Ich habe halt echt nur 3 Armeen und so wenig Gold. Das ist schlimm. Aber mein Plan ist tatsächlich jetzt einfach auf die 10.000 zu kommen. Möglichst ohne die Intrige der 13. Wenn ich da hinkomme, dass ich die... was sagt? 10.000 plus bekomme. Ohne die Intrige. Dann glaube ich, bin ich echt gut dabei. Aber ja. Knifflig, ne? Knifflig, knifflig. Chaos-Invasion. Okay. Die ist aber klein. Gut, wir sind auch erst Turn 65. Na gut.
So, I hunt without eyes. Ja. Nommel kaputt machen. Ja, raub Nommel aus. Dann machst du hier ein Unterreich. So. Gut, wieder Geld machen. So, warum ist mein Geld jetzt so krass eingebrochen? Wow. Beim Plündern kostet... Ne, ah, okay. Victory! Okay. Ich brauche Katapulte. Das kann ich noch ausbilden. Oh, wow. Ja. Der kriegt auf jeden Fall noch Katapulte. 3 Stück. Ja, und dann irgendwann noch einen Helden, oder? Ein Häuptling. Ein Hexer, glaube ich, brauche ich nicht. Oh, diszipliniert ist stark. Weil er ist schon ein Zauberer. Ja, ja, das passt. Er ist ein Zauberer. Dann kriegt er noch einen Häuptling. So, jetzt ist die Frage, kann ich das da töten? Die Warhounds? Ja, das habe ich verloren. Das war schon wieder doof, aber ist egal. Die sind nicht gefährlich. Ich glaube, das kann ich eigentlich schaffen. Das müsste easy sein. Und es gibt halt wieder gut Geld, ne? Ja. So. Rüstungsdurchdringender Waffenschaden. Dann kriegen jetzt mal die. Warbohrer habe ich. Ja, doch, habe ich auch. Oh. Genau. Mhm, okay. Wie schaut die Map aus? Müsste passen, oder? Ja. Also auf die Wölfe muss ich ein bisschen achten. Gnargor-Herde. Monströse Bestien. Vorausstellung. Aber der Rest ist zum Wegböllern. Die Kanonen sind gut gegen die Viecher. Das geht. Das ist eigentlich ziemlich easy. Ich muss mich nur an der richtigen Stelle aufstellen. Wenn die über die... wenn die über die Hügel kommen, ist gefährlich. Besser wäre es, ich stelle mich hier auf. Vielleicht. Die muss ich auf jeden Fall abknallen. Die da. Genau, da hat er nochmal Warhounds. Da muss ich halt echt aufpassen. Ne? Aber okay. Sollte passen. Mache ich dieses Peekaboo, Hallöchen. Die da sollst du eigentlich schießen. Ne? Wow. Krass daneben geballert. Heftig. Oh ja.
Danica! Die, die, die! Now, yes! Naja. Okay. Was läuft da? Kanonen laufen. Ja, das sollte nicht laufen. Reingegangen. Da sind auch wieder Beastmen reingegangen. Eigentlich wollte ich genau das verhindern. Habe ich aber nicht hingekriegt. Ganz toll. Was ist da? Okay. Oh boy, Leute. Ich spiele das immer alles so schlecht. Der ist halt echt seitlich einfach reingekommen. Einfach so. Sieht aber nach Sieg aus. Teurer Sieg, aber... Sieg. Naja, besser als nix. Oh, ein bisschen teuer war's. Die Reiter sind einfach gemein. Die Reiter sind einfach wirklich viel. So, jetzt ist die Sonne fast schon weg. Schaut's mal. Fast weg. Ich weiß nicht, wie lange ich noch mache. Wahrscheinlich noch so 10 Minuten. Und dann ist gut. Mal schauen, ja. Zumindest mache ich dann mal eine Pause. Aufnahmepause. Vielleicht auch Ende. Aber das kann euch ja egal sein. Von der Pause solltet ihr eh nichts mitbekommen. Ganz easy. So. Let the plague spread. Ja, nee, dann nehmen wir jetzt das hier. Hat es gar kein Geld gebracht? Oh, lol. Ja, ganz toll. Hallo? Hä? Was soll das denn jetzt? Ich hab die kaputt gemacht, das hat null Geld gebracht. Was für ein Schwachsinn. Toll, toll. Also, wow. So, wie geht's weiter? Ich kann doch mal hier oben den langsam... Ich meine, der Giftsegen ist nicht schlecht. Nehmen wir den mal noch mit. Optionen haben ist immer gut. Noch ein Reißer. Klingt auch interessant. Okay. Der hat viele Banner. Oh, das ist stark. Gegen Zwerge kämpfe ich gerade gar nicht. Nimm mir lieber das da. So. Should kill when get a chance. Gut. Geld habe ich keins.
Quick will render it. Pass. Okay. So. Ja, Itza interessiert mich eigentlich wenig. Auch interessant, Tic-Tac-Toe ist nie aufgetaucht. Der war mal mit zwei Armeen irgendwie dabei zu kommen, aber hat es dann doch nicht gemacht, ne? Überhaupt nicht. Also, wow, so viele Chaos-Krieger. Aber ich glaube, mit Chaos habe ich gerade kein Problem. Sind sehr weit weg. Gibt's Oxyjottl noch? Die habe ich jetzt gar nicht gesehen. Könnte schon tot sein. Wer weiß. So. I am with the Plague Lord. The bird just differs. Ja, ja. Soon. Gut. Hier können wir auch noch plündern. Ich würde jetzt einfach mal weiter marschieren und wieder plündern. So. Ja. Genau. Den ziehen wir ein bisschen zurück und plündern dann auch wieder. So. Der braucht ja noch ein paar Dinge. Ja, noch zwei Katapulte, glaube ich, ne? Genau. So, und dann kriegt er noch einen Helden. Einen Häuptling. Genau. Waffenmeister ist stark? Hm. Nehmen wir Waffenmeister. Garrot. Okay. Ja, ja, make Warlord proud. Stinks like a Gracia. Gut. Passt. Okay. Kein Geld. Aber jetzt bin ich bei 3000. Das ist schon mal nicht ganz schlecht. So. Den da kann ich töten. Gibt auch wieder ein bisschen Kohle. Nicht viel, aber ein bisschen. Ich muss halt irgendwo gucken, dass ich an Geld komme. Weil die ganzen... Das Ding ist, jede Unterstadt kostet mich 7,5 plus 5, 12,5. Das Nahrungsteil sind nochmal 7,5. Also bei 20.000 haben wir den Tunnel, das Nahrungsteil und das andere Ding. Und dann noch die Mafia auf 1, also 22.500. Und dann kriege ich 500... Plus, schlag mich tot, ein bisschen wenig Geld, was sich eigentlich gar nicht lohnt. Plus, zwei Nahrung oder so. Ja, vielleicht vier irgendwann. Was nicht schlecht ist, aber so. Das kostet mich 22.000. Und bringt dann Geld in 500. Natürlich könnte ich auch das Plünderlager bauen, aber das ist halt auch... Ich habe nicht das Gefühl, dass es sich lohnt. Das bringt 100 Gold, was echt wenig ist. Du willst Frieden. Nö. So. Sehr schön. Könnte er probieren, muss jetzt aber nicht sein. Hallo. Steven, Geld mitnehmen. Tschüss. Den da töten. Ja. Oh. Entscheidender Sieg. Geld. Plündern kann man leider nicht mehr. Run for more. 2000, auch nicht schlecht. I hunt without eyes. Okay. A bold move. Oh boy.
Clan Pestilence. All is disease. Er könnte mich angreifen, aber... It is impossible. You are brave to come. Aber ich könnte mich zurückziehen und dann kriegt er mich direkt. Ja, das passt, das passt. Das ist okay. Nächste Runde habe ich das. Okay. So, weiter geht's. Ne? Oh, ich könnte hier bauen. Das ist auch nicht schlecht. Das wäre auch echt nicht schlecht. Dann habe ich noch zwei Bauplätze. Was würde ich denn bauen? Das hier? Nee, das hier würde ich weiter bauen. Chesails. Rattling-Kanonen. Warblitzkanonen, Todesrad, Höllengrubenbrut, Regeneration, First Attacks, naja. Das würde ich bauen und das wahrscheinlich auch. Yep. Yep. Was auch Geld gibt, aber ist halt ein Rieseninvestment. So, lass mich mal gucken. Weil das Plünderlager gibt halt 100. Es gibt Nahrung. Und Einkommen aus legalen Siedlungen 10%. So. Ja. Das ist halt so witzlos. Vor allem im Schwarzfels verstehe ich es nicht. 22 Gold. 10%. 10% sind halt... Hier, 293. 15%. Wahrscheinlich... Ich weiß es nicht. Gut, ich baue jetzt hier aber erstmal einen Tunnel. Die Eisenfelsen. Hier stimmt's wieder. Ungefähr. Na? Hier stimmt's wieder. Strange. Na gut. Will ich hier jetzt eigentlich weiterbauen bei den Eisenfelsen? Eigentlich schon, oder? Da gibt es doch noch eine Menge, was ich mir holen könnte. So, Valyssa's Light. Ja. Könnte ich abreißen und zur Grumzahnfeste bauen. Ich könnte es aber noch lassen. Die Bittersteinmine ist ja auch ein Nebenteil. Ja, ja, genau. Genauso wie Morkheim. Ja. Karak Asgal auch. Schaut's mal. Krummzahnfeste. Nee, warte, weil es ist leid. Hier. Krummzahnfeste haben wir schon. Bittersteinmine, Eisenfelsen. Aber Eisenfelsen habe ich auch schon. Ich kann es mal lassen, es macht gerade nicht, es schadet gerade nicht, aber. Nein. So. Was wollen wir jetzt bei Quick noch machen? Ja, die benutze ich gerade alle nicht. Das machen wir nicht. Einkommen aus Beute nach der Schlacht, das wäre stark. Mm-hmm.
Mal gucken. Das wären halt nochmal 3. Das wären nochmal 3 für Geld. Aber ich sollte wirklich eher gucken, dass ich jetzt hier oben ein bisschen weiter ankomme. Also ich das noch fertig mache und dann schauen wir mal, was ich noch tue. Too weak to betray. So. Ja. Okay. Untrusted worm. Poison after. Okay. Should kill when get chance. Ja, yep. Okay, gut. Ja, der steht halt jetzt so da, ne? Wie lange noch bis die 5 Runden? Also bisher ist das Geld nicht so geil. Clan Ferrix sagt mir gar nichts. Was ist das denn? Egal. Alles egal. So. Jetzt wird es langsam Zeit, dass ich echt eine Pause mache. Ich wollte noch posten. Ah ja, schaut mal, er greift tatsächlich an. So, dann habe ich ja gesagt, ich kann mich zurückziehen. Oh, so rum läuft er jetzt. Ja, super. Ja, perfekt. Noch besser. Da kommt er nicht nach. Okay. Mit etwas Glück kann ich die beiden Armeen jetzt zerstören. Muss ich mal gucken. Müsste aber gehen. Es gibt wieder Geld. Na, gibt wieder Geld. So. Okay, die laufen da rum. Mit dir will ich gar nichts haben. Nö, lass mich in Ruhe. Okay. Gut. Dann gehen wir jetzt hier so ein bisschen hin. Ja, der hat da nicht viel. Plündern. Oh, das gibt gut Geld. Sehr schön. Gut, der ist ready. Der ist ready. Das heißt, den kann ich weghauen. Und die auch. Man hört ja gar nichts. The Council's Voice. Da kann ich lang gehen. Dann gehen wir da drauf. Wenn ich plündere, nehme ich da. Außer Atem sind die dann, genau. So. Ja, aber das passt. Da greift mir jetzt schön an. Und der will das echt versuchen. Gott, ist der dumm. Okay. Oh, wow. Habe ich echt solche Nahrungsprobleme? Wow. Na gut, machen wir mal so. Ich meine, die Geier sind nervig, aber die Reiter auch. Aber ansonsten gar kein Problem. Ich glaube, nach der Schlacht mache ich Ende für heute. Für jetzt, sag mal so. Und ja, reicht mir dann auch wieder. Die Schlacht noch. Hoffentlich gewinnen und dann ist gut. Dann passt das. Nun denn. Okay. So, diesmal die Flanken bitte ordentlich schützen. So, und das ziehen wir dann mal dahin zurück. Gut. So, hier haben wir noch Sturmrad mit Hillebarden, das ist natürlich auch sehr stark. Ah, noch ein paar Warbohrer. Auch schön. Okay.
So, der geht da jetzt rein, macht auch Schaden, verliert dafür aber die ganzen Reiter. Ob es das wert ist, ich weiß ja nicht. So. Also einfach stoppen, schießen. Einfach euch hier aufstellen. So. So, sind schon tot. Easy. Genau. Das ist halt das Ding. Die Ratten sind halt sehr stark. So, die Warp-Bohrer müssen zurück. Das ist unbedingt. Hier sind meine. So. Also hier schmeißt er halt seine Einheiten krass weg, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay. Da kommt nochmal mehr Krams. Auch sehr interessant. Wow. Da drüben ist eine ganze Menge Ärger. Das ist natürlich heftig. Was ich krass finde, ist, dass die KI gerade. Hallo? So scheiße angreift. So, ein paar Truppen bleiben natürlich hier hinten. Was ist das? Also sie greift halt echt beschissen. Ja, schaut's mal, irgendwo. Ganz ohne Verluste geht es natürlich nie, aber. Was hat denn der alles? Ich glaube, das sieht gut aus. So insgesamt. Ja.
muss schon passen. Alter. Wie viel Doom da runter geht. Echt krass. Also wie gesagt, nicht ganz ohne Verlust, aber das meiste haben wir geschafft. Ich glaube, das war's jetzt. So, ich kann aufhören. Ein bisschen schade ist es um die Einheiten hier, die Giftwind-Typis. Die haben schon bösen Schaden genommen, aber nein. So, die haben keine Rüstung mehr und keine Führerschaft mehr. Die sind so toll. Okay. Weiß nicht, wie knapp der Sieg war. Ich fand den jetzt nicht sehr knapp. Aber gut. Die Katapulte, ey. Komplette Zerberstung. Na, schon heftig. Naja, gut. Gut. Wie es halt immer so ist. Naja, bum, bum, bum. Alles explodiert. So. Clan Pestilence will rule the world. So. Grey Harbinger of Doom. Seek out plague. Nice. Jetzt machen wir gut Geld. Überall. Das schaut doch schön aus. Das ist wichtig, tatsächlich. Nahrung wäre auch noch wichtig. Ja. Na. So. Alles teuer. Naja. 21. Ach, das ist wirklich nur 21. Baue ich irgendwo anders noch? Ja, aber da wird nichts fertig. Okay. Da unten. Ich will wirklich wissen, ob das nur 21 bringt. Ist ja nix. Okay, ich scheine gerade nirgendwo sonst zu bauen. Okay. Hier brauche ich noch dringend das, den Tunnel. Ne, sonst baue ich gerade nirgends, ne? Okay. Das heißt von 5328. 5328. Das machen wir später. 5328. Ich will das wissen. Ganz genau geht's nicht, weil natürlich das Geld da auch ein bisschen schwankt, aber so groß. 5328. So. Ja, mach durch. Mach schnell. Und dann mache ich jetzt hier gleich Ende. 5328. Ich will das wirklich wissen, wie viel das ändert. Weil sonst baue ich gerade nirgends. 5328. Hau durch. Die mögen mich. Lol. 5328. Oh Mann. So. 5328. Fünf, drei, zwei, acht. 71. No one beats better squeak. This is forbidden. Ist nicht viel. Ist echt nicht viel. Okay, das muss ich mal googeln.
Das ist irgendwie strange. Ich verstehe die Einheit nicht. Egal. Für jetzt bin ich erstmal durch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Bisher läuft's halbwegs gut. Mal gucken. Ich wünsche euch wie immer einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Bis dann. Ciao. Hey there, thank you for watching. If you'd like to support me, simply hit the thumbs up button. Do you have any wishes, feedback or suggestions? Put them into the comments below. You may also subscribe if you're new to the channel. I wish you a wonderful and stress-free day. Take care. Bye-bye.